Mitten am Tag halten wir inne. Zeit auszuatmen und einzuatmen. Wir schließen die Augen und machen eine Pause von den Bildern, auf die wir starren. Wir schließen die Augen und schauen auf Gott, der unsichtbar bei uns ist. Möge Gott uns durch diese Zeit führen. Möge Gott uns die Augen für seine Fürsorge öffnen. Amen. Herzlich willkommen zum Mittagsgebet der Evangelischen Kirche in Österreich. Heute stehe ich hier als Pfarrer von Scherding am Inn, der wohl schönsten Barockstadt Österreichs, wie unser Bürgermeister nicht müde wird zu betonen. Barock ist dieses Mittagsgebet eher nicht. Ob es schön wird, das kann ich nicht garantieren. Aber dass wir es gemeinsam feiern und dass Gott in unserer Mitte ist, da bin ich mir sicher. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenpsalm in der Übersetzung von Martin Luther. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durch das dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch. Sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in den Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder an den Bildschirmen, an den Tablets und an den Smartphones, wenn mir plötzlich jemand sagt, aus welchen Gründen ich das Haus verlassen darf und warum nicht, wenn mir jemand verbietet, meine Familie und Freunde zu treffen, dann merke ich, dass ich nicht der Bundeskanzler bin. Selten wird so deutlich, dass ich allerhöchstens in meiner Badewanne der Kapitän bin. Und da gibt es auch keine Diskussion. Das wird jetzt durchgezogen, beinhart. Dieses Verhältnis entdecke ich auch in der Bibel, im Blick des Propheten Nehemia auf Gott, in den Worten der heutigen Tageslosung. Herr, du bist allein. Du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Und ich habe da gar nichts gemacht. Das liegt alles weit außerhalb meiner Kompetenz. Das ist nicht meine Liga. Schon klar, ich bin nicht Gott. So könnte es weitergehen. Im Blick auf Gott nennt man das gerne Ehrfurcht, Demut oder Frömmigkeit. Ja, Gott hat alles in seiner Hand und er hat alles gut gemacht. Er sagt, wie das hier funktionieren soll und wohin die Reise geht. Aber bei Gott gibt es durchaus Platz für Diskussion. Da gibt es
einen gewissen Spielraum. Er hat die Tür einen Spalt weit offen gelassen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann darf ich darauf vertrauen, dass Gott ein Auge zudrückt. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Ich möchte mit euch beten. Weißt du was, Gott? Das Leben holt sich die Hoffnung zurück. Es steht gar nicht still. Es kommt wieder, denn ich sehe, die Blumen sprießen, das Gras wächst und die Bäume beginnen zu blühen. Und ich denke, ich sehe das zum ersten Mal so. Es war ja auch noch nie so. Und das Leben sprießen und wachsen und blühen zu sehen, macht mich demütig, weil ich kann da gar nichts dazu tun. Und trotzdem wolltest du, dass gerade ich zusammen mit dir das Leben bewahre. Bitte gib mir und allen anderen die Kraft dafür. Amen. Und gemeinsam beten wir nun das Gebet unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wo wir auch sind, wohin unsere Gedanken auch wandern, wir wissen, wo unsere Mitte ist. Bei Gott. Dem Vater, der uns geschaffen hat, bei Gott, dem Sohn Jesus, der uns begleitet, bei Gott, dem Heiligen Geist, der uns Mut macht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Bleibt gesund.